Was machen Sie denn da, Oscar? Catwalker. Ein jeder muss sich an die Regeln des Schienenverkehrs und an die Zollbestimmungen halten. Oscar, denken Sie nicht, es ist an der Zeit, mit diesen Kindereien endgültig aufzuhören? Um durch die Mauer zu gelangen, ist eine Durchfahrtsberechtigung erforderlich, Catwalker. Und wissen Sie nicht zufällig, wo ich ein solches Dokument bekomme? Es gibt mit Sicherheit eine Instanz, der die Mauer untersteht und die befugt ist, ein solches Visum auszustellen. Oscar, denken Sie nicht, wir haben jetzt genug Zeit verloren. Sie haben Ihre Zeit gebraucht, um herauszufinden, wie man den Federmechanismus der Lokomotive aufzieht, Catwalker. Jetzt reicht's aber. Sie haben mir doch dabei Ihre Hilfe verweigert. Da haben Sie recht, Catwalker. Wenn Sie nicht so pingelig an Ihren Bestimmungen festhalten würden, gäbe es keine Probleme. Das weiß ich nicht, Catwalker. Oscar, ich bitte Sie, steigen wir ein und fahren wir weiter. Catwalker, geben Sie mir bitte das Visum. Ich denke mal, Sie werden mir nicht helfen können, dieses Visum zu bekommen. Das ist richtig, Catwalker. Nun gut. Ja. Das bringt. Und damit herzlich willkommen zu Siberia, meine Lieben, bei einer nachkommentierten Folge. Deswegen fange ich auch erst ein bisschen später an zu labern. Am Anfang hatten wir ja noch ein bisschen Story mit dabei. Ja, jetzt gehen wir durch die Tür da oben rein. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir da oben mal ein Visum bekommen. Hoffen wir doch, dass wir ein Visum bekommen. Hallo? Hey, nicht. Bist du es? Was ist los? Ich hab's endlich geschafft, meinen mechanischen Zug aufzuziehen, der mich zu Hans Vorarlberg bringen soll. War gar nicht so einfach. Erst musste ich noch mit zwei so merkwürdigen Binnenschiffern verhandeln. Komische Leute. Naja. Und jetzt stehe ich vor einer riesigen Mauer und komme nicht weiter. So eine Art chinesische Mauer. Du müsstest das sehen. Das meine ich doch gar nicht. Ich wollte wissen, was mit dir und Dan los ist. Wieso? Ich habe ihn auf der Party von Margie getroffen. Er hat mir gesagt, ihr hättet euch gestritten. Wir wollen mal nichts übertreiben. Bei unserem letzten Telefonat haben wir uns beide etwas aufgeregt. Das passiert nun mal. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber er sah echt nicht gut aus. Eher so, als sei er wirklich schlecht drauf. Ach, wie sieht er denn aus, wenn er schlecht drauf ist? Na, du weißt schon, mit seiner Strähne, die ihm in die Stirn fällt, seinem komischen Blick und der kleinen Falte zwischen den Brauen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht war ich ja wirklich etwas hart mit ihm, aber er will immer, dass ich so bin, wie er es sich vorstellt. Diese Mission stresst mich ziemlich. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Verständnis. Kann ich verstehen. Meins hast du jedenfalls. Also, erzähl mal, wie läuft's? Wie ich dir schon gesagt habe, ich komme voran. Langsam, aber sicher. Dieser Hans Vorarlberg scheint eine recht faszinierende Person zu sein. Naja, zu langweilen scheinst du dich ja nicht. Nicht wie hier auf der Arbeit. Monotonie total. Hoffentlich bist du bald zurück. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Ich melde mich wieder. Bis bald. Lass bald wieder von dir hören, Kate. Und sei nächstes Mal etwas netter zu Dan. Ich werd's versuchen. Ich werde es versuchen. Auf jeden Fall wird sie das versuchen. Nicht. Weiter geht's. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Das bringt nichts. Nein, da kommen wir also schon mal nicht rein. Also müssen wir woanders lang. Kate, bewege dich. Guten Tag. Ah, und übrigens, wundert euch nicht über die, ja, doch etwas schlechtere Qualität der... Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung meiner Reise nach Osten. Man sagte mir, Sie seien befugt, ein solches Visum auszustellen. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa aus, da
da niemand sich über die Mauer hinauswagen darf. Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich ist, ganz besonders für eine junge Frau wie Sie, die noch dazu alleine reist. Ich denke, das ist auch Ihnen klar. Gefährlich? Was wollen Sie damit sagen, Kapitän? Der Feind, wertes Fräulein, der Feind! Seit mehreren Jahren beobachte ich ihn durch mein Fernrohr. Der Reiter dort hinten am Horizont, der Kundschafter einer Invasionstruppe. Er beobachtet uns, spioniert uns aus. Ich muss besonders vorsichtig sein. Er weiß, dass ich weiß, verstehen Sie? Und solange ich ihn überwache, wagt er nicht zu handeln. Sind Sie sicher? Absolut. Aber bitte, überzeugen Sie sich selbst. Würden Sie... Es war mir... Dann überzeugen wir uns nochmal selber und schauen mal da durch. Aber was ich sagen wollte, ist ja, Entschuldigung, wenn die Qualität der Stimme, also meiner Stimme, nicht so perfekt ist. Mein Mikrofon ging kaputt und ich musste jetzt auf ein Ausweichmikrofon bzw. Headset gehen. Und da bekomme ich das Gefriemel noch nicht so ganz hin, dass das richtig funktioniert, so wie es soll. Bis eben dann. Ach, eine zerbrochene Brille. Da war ich jetzt ein bisschen verpeilt und habe nicht gemerkt, dass man oben auf die Knöpfe drücken kann. Deswegen bin ich jetzt nochmal jetzt zu diesem Tisch gegangen. Genau. Das ist wohl nicht der richtige Moment. Das ist wohl nicht... Ein Gläser, aber da können wir noch nichts reinmachen. Ach, eine... Das geht noch nicht. Da können wir noch nichts reinmachen. Also reden wir nochmal mit dem Kapitän, würde ich sagen. Weil sonst ist auch nirgendwo etwas gewesen. Also gehen wir nochmal zu dem Kapitän. So, jetzt. Nein. Mensch, nein, Ghost, was machst du denn? Klick doch mal. Das ist wohl nicht Klick der richtige Kapitän. Das ist wohl Mann, dieser Kerl. Das ist wohl nicht der richtige. Das geht nicht. Nein, geh zurück und sprich mit dem Kapitän. Guten Tag. Ich glaube, jetzt hat es. Kapitän genau. Malatesta, Chefkommandant. Ich brauche eine Erlaubnis. Dies und weil ich heiße Kate Walker. Meine Firma hat mich damit beauftragt, einen Mann zu finden, der zurzeit angeblich irgendwo in Sibirien weilt. Was für eine absurde Mission. Das Risiko steht in keinem Verhältnis zu Ihren Erfolgschancen. Kapitän, erlauben Sie mir die Bemerkung, dass mir das militärische Selbstverständnis, mit dem Sie eine völlig unnütze Mauer verteidigen, ebenso absurd erscheint. Ich könnte Ihre Worte jetzt als Beleidigung auffassen. Aber ich verzeihe Ihnen. Sie sind jung und sich der wirklichen Gefahren, die uns drohen, nicht bewusst. Ist der Herr, der für das Tor zuständig ist, nicht da? Es gibt keinen Herrn, der für das Tor zuständig ist. Sie sollten wissen, dass ich, der Kapitän Malatesta, der alleinige Hüter dieses Tors bin. Und zwar seit ich dieses Amt im Jahre 1968 von meinem eigenen Vater, Oberstleutnant Malatesta, übernommen habe. Dann werden Sie mir wohl auch seinen Mechanismus erklären können. Er scheint recht kompliziert zu sein. Keineswegs. Ein Kinderspiel, wenn man sich nur einen Moment Zeit nimmt, seiner Logik auf den Grund zu gehen. Und Ihrer Lokomotive nach zu urteilen, dürfte das für Sie kein Problem sein. Warum sagen Sie das? Als ich Ihre herrliche Lokomotive sah, habe ich mir gleich gesagt, Sapristi, nur Hans Vorarlberg kann solch eine Maschine entwickeln. Und ich weiß, wovon ich rede. Der Mechanismus des Tors ist sein Werk. Es war, wenn ich mich nicht irre, das Letzte, das er in Barockstadt realisierte. Dann kennen Sie also Hans Vorarlberg? Nein, also nicht persönlich. Ich hatte damals gerade das Licht der Welt erblickt. Aber mein Vater hat mir viel von ihm erzählt. Und natürlich kenne ich seine Erfindungen. Sie sind zahlreich in unserer Stadt. Ich weiß. Ich stelle fest, dass auch das Alter seinem unglaublichen Erfindungsgeist keinen Abbruch getan hat. Wie geht es ihm? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Ich suche nach ihm. Eine Erbschaftsangelegenheit. Und vielleicht wird mich sein Zug zu ihm bringen. Warum nicht? Seine Erfindungen waren schon immer
Unglaublich. Zwischen dem Volierenbahnhof und dieser sachlichen Mauer ist schon ein gewaltiger Unterschied, nicht wahr? Ich hatte schon lange keine Gelegenheit zum Vergleich mehr. Meine Funktion erlaubt es mir nicht, meinen Posten zu verlassen. Würden Sie mich jetzt bitten? Es war mir ein... Das ist wohl nicht der... Das ist... Das ist wohl... Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Ich brauche... Dies gehört... Und... Würden Sie mich... Es war... Also das bringt uns auch nichts weiter. Wie geht das Ganze jetzt hier weiter? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage, aber wir kauen nochmal durch das Fernglas. Das ist komisch, aber ich sehe keinen kosakischen Reiter. Nur einen abgestorbenen Baum mitten in einer trostlosen Ebene. Der arme Kapitän sieht wirklich schlecht. Guten Tag. So, jetzt können wir doch wieder zurückgehen. Kapitän Maler. Ich brauche eine die und Wald Kapitän ein und lang und die Kosak nochmal mit dem Kapitän reden. Ich heiße Kate. Was? Kapitän. Ich könnte Ihre Worte jetzt. Nein. Würden Sie mich. Es war mir. Dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal. Los. Beweg dich. Los. In die Weingläser das Mittel reinmachen. Herr Oberst! Kapitän, wertes Fräulein. Und jetzt holen wir ihn. Dabei hätte ich Sie für einen hohen Offizier gehalten. Danke für das Kompliment. Ja, es stimmt leider, dass wir Grenzsoldaten oft von den militärischen Behörden übergangen werden. Wie ungerecht. Ich kann Sie verstehen. Aber lassen Sie uns die Sorgen für einen Moment vergessen und miteinander anstoßen, Kapitän. Oh, es wäre mir ein Vergnügen, wertes Fräulein, aber leider ist das gegen die Vorschrift. Ein bisschen Wein hat noch keinem geschadet. Es braucht ja niemand davon zu erfahren. Wein? Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass Sie mich damit in eine peinliche Situation bringen. Aber ich bitte Sie, Kapitän. Nur ein kleines Glas. Ich versichere Ihnen, der Wein ist ausgezeichnet. Einen winzigen Schluck also. Hier, Ihr Glas. Auf Ihr Wohl, Kapitän. Auf Ihr Wohl. Ich habe schon lange keinen Wein mehr getrunken und schon gar nicht in so angenehmer Gesellschaft. Er ist wirklich ausgezeichnet. Nicht wahr? Sie müssen wissen, dass dieser Wein aus Barockstadt ist. Wald-Sauvignon, der aus Amazone stammt und der im Garten des Bahnhofs kultiviert wird. Sowas? Das haben mir die Herren der Universität aber sorgfältig verschwiegen. Wissen Sie, Herr Kapitän, ich muss meine Reise in den Osten unbedingt fortsetzen. Daran ist gar nicht zu denken. Sie machen sich nicht klar, wie gefährlich das ist. Der Feind beobachtet uns. Vielleicht ist Ihr Kosakenreiter ja gar nicht das, für was Sie ihn halten. Vielleicht ist es einfach nur ein abgestorbener Baum mit ungewöhnlichen Formen. Sie sollten das noch einmal prüfen. Man weiß ja nie. Ich bitte Sie, Kapitän. Nun gut, meiner Frau werde ich das nachsehen und ihrem Wunsch Folge leisten. Auch wenn das alles lächerlich ist.
Unglaublich. Wie ist das möglich? Ein Wunder? Wie konnte ich mich die ganze Zeit so täuschen? Der Feind war ein einfacher Baum. Wie peinlich. Nicht so tragisch, Herr Kapitän. Irren ist schließlich menschlich. Ein Baum? Nichts weiter als ein simpler Baum. Fassen Sie sich, Herr Kapitän. Ich denke, jetzt hindert Sie nichts mehr daran, mir ein Visum auszustellen. Oh, natürlich nicht. Es besteht keinerlei Gefahr mehr. All diese Jahre. Kein Kosak mehr. Nichts mehr zu beobachten. Seien Sie doch froh, Kapitän. Jetzt brauchen Sie nicht mehr ununterbrochen auf Ihrem Beobachtungsposten zu sein. Die Leute können jetzt wieder reisen und Sie können nun endlich Ihre wirklichen Funktionen wahrnehmen und Reiseberechtigungen erteilen. Sie haben recht. Ich unterzeichne Ihnen umgehend ein Visum zum Überschreiten der Mauer. Hier, bitte. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Kapitän. Und bleiben Sie wachsam. Dürfte ich Sie bitten, die ganze Affäre für sich zu behalten? Mein Ruf, verstehen Sie? Mein Ehrenwort, Herr Kapitän. Na, als ob er etwas zu verlieren hätte. Glaube ich ja nicht. Aber das ist gut für uns, denn wir können jetzt weiterziehen. Und das ist ja auf jeden Fall auch sehr gut schon mal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter zu unserem lieben Oskar. Und freuen uns dann auf unsere weitere Reise. Da oben ist unser Zug. Ja, und wie gesagt, liebe Leute, also ich habe gleich zwei Probleme momentan. Mein PC musste ich neu aufsetzen. Da funktioniert noch nicht alles so, wie es sein soll. Da muss ich nochmal nachschauen. Und ja, mein Mikrofon ist, wie gesagt, kaputt gegangen. Ich bitte Sie, Oskar, vergessen Sie doch ein für alle Mal Ihren verfluchten Papierkram. Und das ist von der Qualität. Nun gut. Ja. Qualität viel schlechter als mein eigentliches Mikro. Hier, das Visum. Ich hoffe, es ist alles richtig so, mein lieber Oskar. Los. Gib schnell ab. Alles richtig. Ja, hier ein Ticket. Gute Reise. Wir können jetzt... Ja, wir sind bereits sehr... Sehr schön. Ja, von der Qualität, wie gesagt, ist das eben ein bisschen schlechter. Oder ja, ein bisschen viel schlechter eigentlich. Und dementsprechend sorry dafür. Also momentan ist es ein bisschen... Na, leider Gottes mal wieder so eine kleine Zwickmühle sozusagen. PC spinnt ein bisschen. Das mit dem Mikro. Ich denke, das kriege ich auf jeden Fall ruckzuck hin, denke ich mal. Aber das mit dem hier, PC FPS-Drops, extreme FPS-Drops, die ich hatte. Ist nicht danke. Das an Maria oder so. Darf ich Sie jetzt bitten an ihr? Sofort? Sondern bei meinen privaten Spielen, die ich privat spiele. Genau. Das war's dann. Jetzt gehen wir auf die Reise. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, ich werde mich jetzt da mit der lieben Kate hinsetzen. Und ich lasse euch dann jetzt mit den letzten Minutenbildern der Reise alleine. Wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Night Ghost. Ciao!